Bühnen, das heißt eine ganze Big Band, weil Sammy den Style Deluxe nennt. Und deshalb kommt er auch Deluxe-mäßig rüber. Ich hab's lieber auf eine rough Weise und ausgesprochen gut. Yeah, härter als Wu-Tang und Onyx. Viele MCs nehmen das Mikro, aber da kommt nix. Sammy Deluxe und David, ey, wisst ihr, was abgeht? Sammy Deluxe, der für Rap steht. Und zwar in einer Form, die enorm, enorm ist. Check das ab, wenn ich dir in deine Ohren piss. Und zwar mit dem Kram, der sich gut anfühlt und gut durchspült. Meister der Zeremonie, nie unterkühlt, sondern heiß, wenn ich heiß lauf. Check dein Kreislauf und check unseren Scheiß aus. Meister der Zeremonie, Meister auf Wii. Weil er sich reinzieht, in eine andere Welt entflieht. Ich brauche Sensi. Milia, check das ab, denn ich teile den Kram, um ihn selber zu rauchen. Andere Typen sollten eine Pause nehmen, weil sie die brauchen. Sie haben keine Luft mehr, sie haben keinen Star, keinen Flow. Hier kommt der Meister der Zeremonie, steht euch die Show. Denn ihr könnt nicht abstylen, was ihr könnt ist langweilen. Wo wieder da, er war wieder mal bei der Tanke. Ne Ladung Lippeneis besorgen für die Jungs, die hier chillen. Nicht wieder will, sondern freiwillig. Ja, meine Raps sind nicht billig, sondern teuer. Sie sind nämlich besser und sie sind auch neuer. Das ist der geile Style, den ich euch präsentiere. Wir sind jetzt hier im Basement und da geht einiges. Du weißt nicht, wo das ist, ich sag es dir. Das ist in Hamburg City und da beim Schlump, da gibt's eine Straße. Doch genauer beschreibe ich's nicht, weil sonst sitzt ihr bei uns vor der Nase. Und da haben wir keinen Bock drauf, weil wir wollen chillen. Alleine mit den Jungs, das wollen wir machen. Doch das ist egal, denn wieder mal bin ich geil. Die geilen Raps am Kicken, spar dir das. Weil für dich gibt doch sowieso kein Penny jemand. Deine Skills sind minimal. Und ich kick halt die Raps, die mehr haben. Also plus, plus, plus. Shaddai durchbricht das Licht, der neunte Name ist gefallen. Ich bin zu sehr auf dem kosmischen Style gefangen. Denn in München sind die Leute unterwegs und sie bangen vor dem Millennium. Denn das kommt als nächstes Kriterium. Da sorgen sich die Leute um Existenz als Materie. Denn der große Krieg wird kommen, angezettelt durch die Russen. Und ein Bürgerkrieg in Deutschland. Und dann fassen die Soldaten Fuß in diesem Land. Und die Bosshead 666 nimmt überhand. Die ganzen Triple Sixer, die ganzen bösen Wichser rennen hier rum und werfen die ganzen kleinen Kinder in die Mixer. So geht es dann ab, nur die Guten werden überleben. Doch sie müssen auf gerechten Wegen erstmal in den Höhlen weiterleben. Aber wenn sie da nicht fertig sind und schon alt und bärtig sind, dann geht es ab und sie entfernen sich dann nicht von dem Licht, denn sie halten sich immer gegen das Licht. Ich deute die Zahlen und deute die 58. Und jeder Mensch, der denken kann und ist vernünftig, sieht den Zusammenhang, das ist die 5 mal mit der 10. Das sind die 50 Tore der Weisheit, das muss man verstehen. Und die 8 gibt das Symbol der Unendlichkeit, denn ich bin unendlich breit und schick Raps in die Ewigkeit. Ich sitz hier in Hamburg, aber eigentlich fahr ich nach Gelsenkirchen, denn ich bin schon Dramaturg. Ich bin jetzt Autor und mach Musik für klassisches Ballett. Da sind die kleinen Ballerinas und die sind ganz nett. Die grüßen mich mit einem Yo und dann rappen sie irgendwie, irgendwie und ohne Flow. Aber egal, ich muss sagen, Jungs, das macht ihr ganz gut und ganz toll. Ey, es gefällt mir wirklich, ganz ehrlich, ey, voll. Aber dann kommt der Bernd Schendowski und sagt, David, das ist nicht dramaturgisch genug. Hier in Hamburg rapp ich so, wie ich will, aber wenn ich nach Gelsenkirchen komm, dann weiß ich ganz genau, dass ich wieder Anschiss bekomme. Und dann sagt man, deine Raps sind viel zu schwer für diese Balletttänzer. Und dann sagt der Schendowski, David, also deine Texte, die finde ich ganz toll. Aber pass mal auf, die Sprache rollt nicht so gut für den Giorgio, denn der ist Brasilianer. Und die Tänzerin Lolita da hinten, die kommt aus Ghana. Die können alle kein Deutsch. Jungs, da bin ich aber enttäuscht. Da frage ich mich, was wird denn da beleuchtet? Ja, ja, das ist weißer als meine Munde. David E. kommt wie ein Prediger mit der nächsten Bibelstunde. Yeah, yeah. GG. Ja, ja, Alter. Oh, yeah. Baby, 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 baby. Oh, yeah, 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 yeah.
Yeah, immer wenn ich dir in deine Augen schau, kannst du sicher sein, dass ich dir vom allen Herzen vertrau. Ich liebe dich, du bist meine Braut. Ich hab dich gemocht von dem Moment, wo ich dich angeschaut hab. Es war damals lange her, mich zu erinnern fällt mir aber nicht schwer. Denn es war Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte dich anbaggern, war nicht allzu geschickt. Ich sage, hey Baby, hast du eine Zigarette? Sie sagte, verpiss dich, da ist ein Automat an der Ecke. Ich sagte, schade, seitdem lieb ich dich, aber du mich nicht. Und das ist so traurig und deshalb muss ich weinen. Und deshalb schreibe ich dir jetzt hier diesen Reim. Baby, wann wirst du endlich zu mir kommen? Ich warte schon so lang. Oh, 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 yeah, yeah. Ich hatte einen Freund und der ist ausgeflippt, denn er war einmal weg und er nahm diese Trips und dann ist er leider hängen geblieben und ich sagte, mit den Drogen hast du es übertrieben. Und meine Schwester, die ging einmal auf den Strich, weil sie dem geraden Weg ihres Lebens wich. Meine Mutter sagt, die Mädchen, tu das nicht, da gibt es viele Sachen und eine, die dagegen spricht. Du bist dann eine Ware für die Männerwelt und meine Schwester sagte, das gefällt. Sie war erst 15 und schon auf Drogen. Ja, das sind die Drogen. Und diese Story, oh man, diese Story ist nicht gelogen. Nein, alles wahr. Nee, sie war erst 15, yeah, und schon ist auf Drogen. Drogen. Yeah, und diese Story, diese Story, Junge, ist nicht gelogen. Und meine Mutter, die hatte es doch ziemlich schwer, denn sie kam im Krieg auf die Welt und sehr schwer war es in diesen Zeiten, denn da taten Hunger die Leute begleiten. Dann entstand West- und Ostdeutschland, was der Deutsche an und für sich enttäuschend fand. Und in dieser Miserie müssten sie dann leben, das war wie Massenhysterie. Sie war erst 55 und hatte keine Heimat. Und alle guckten blöd, wenn sie ins Zimmer reintrat. Denn sie hatte eine andere Hautfarbe als all die anderen. Denn sie musste mit 15 Jahren zu Hause auswandern. Yeah. Kam sie nach Deutschland und war völlig fremd in einer Welt, wo man solche Menschen nicht kennt. Da hatte sie sich gedenkt, dass sowas nicht gehen kann und hatte ihr Talent verschenkt. Sie ging nicht mehr zur Schule, sondern auf die Straße, weil sie dort keine Bücher lasen, sondern nur Drogen nahmen und Joints rauchten. Die Typen, die Freundinnen missbrauchten. In dieser Umgebung, da wurde sie groß. Da fragte ich sie, Mädchen, was wird mit dir bloß? Kommst du etwa auf die schiefe Bahn? Ich wusste, dass das mit dir so ein Ende nahm. Oh Mann, diese Welt, wo geht sie hin? Wo geht sie hin? Schaust du nach Hamburg, München oder nach Berlin? Überall Gangster, überall Gaunerpark. Und alle treiben mit der Moral Schabernack. Yeah, yeah, yeah. Alter, Mongo Styles. Scheiß Noten. Weil ich rock das Mikro ab wie Tone Lock. Also block man nicht ab, weil wenn ich rap, ja dann pack ich das zu dir rüber zu kommen. Ich hab mich nie übernommen, hab das Mikro in die Hand genommen und dann mal begonnen, einen flüssigen Teil zu kicken, bei dem die Köpfe nur nicken, von hier bis Kopf Nicaragua. Ich fahr Nicaragua, nein, ich fahr Jaguar. Ja, mein Style kommt heftig und fett, also check den Style ab, den ich hier kick, denn wir sind so nett. Wir sind die netten, smarten